Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wir laden Sie ein, sich den heutigen Inhalt anzusehen. Seit Florian Silbereisens Trennung von Helene Fischer vor einigen Jahren gibt es immer wieder Gerüchte um neue Liebschaften. Wir haben die Behauptungen gesammelt und verraten euch, ob etwas dran war. Florian Silbereisen und Helene Fischer trennten sich 2018. Seitdem gibt es immer wieder Gerüchte um neue Beziehungen. Mit ihnen soll Flore schon zusammen gewesen sein. Florian Silbereisen ist wohl der begehrteste Single im Schlagerbusiness. Zumindest offiziell eine Freundin hat der Sänger noch nicht an seiner Seite vorgestellt. Seit dem Liebesaus mit Kollegin Helene Fischer im Jahr 2018 geht er solo durchs Leben. Doch seither wurden ihm schon einige Beziehungen und Affären angedichtet, allen voran mit hübschen Schlagerkolleginnen. Florian Silbereisens angebliche Beziehung mit Beatrice Egli. So liest sich vor allem häufig die Schlagzeile, dass Flore mit der Schlagersängerin Beatrice Egli anbandeln soll. Über diese Gerüchte scherzen die beiden auch regelmäßig vor der Kamera und dementieren diese somit. Also wirklich, diese Presse macht schon ein bisschen, was sie will. Ich wurde gefragt, was war die komischste Presse, die sie je über sich gelesen haben? Und dann habe ich gesagt, letztens habe ich gelesen, dass ich schwanger sei von Florian Silbereisen und tag wurde alles verdreht, so Beatrice in einer Show von Florian Silbereisen. Florian Silbereisen und die Liebe. Auch Schlagersängerin und Violinistin Franziska Wiese wird häufig angedichtet, die Frau an Florian Silbereisens Seite zu sein. Die hübsche Künstlerin ist seit Jahren Bestandteil in Flores Shows, doch mehr soll da nicht laufen. Das bestätigte Franziskas Mutter höchstpersönlich gegenüber Mutter, dass Franziska und Florian Silbereisen ein Paar sein sollen, ist ein Gerücht und nicht wahr. Auch Maite Kelly wurde von den Klatschmagazinen häufig zu Florians neue Liebe gemacht. So soll Maite einst gegenüber der Impact von dem Schlagerbo geschwärmt haben und prompt wurde ihnen eine Affäre nachgesagt. Ähnlich soll es auch mit Kollegin Melissa Naschenweng abgelaufen sein, diese wird häufig in einem Zug mit einer Liebesaffäre erwähnt. Doch wirklich heiße Gerüchte sind das nicht. Wirklich was dran war nie bis heute ist Florian Silbereisen Single. 10 Jahre lang war er der Mann an der Seite von Helene Fischer, bis es zur plötzlichen Trennung kam. Seitdem ist Helene Fischer wieder glücklich vergeben, an ihren Tänzer Thomas Seitel. Flore hingegen scheint noch auf die Richtige zu warten, viele Bewerberinnen scheint er allerdings zu haben. Vielleicht ist das alles auch nur heiße Luft und der Sänger hat sich klammheimlich schön verliebt. Schließlich ist Flore auch ein sehr privater Mensch. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können.